Hallo liebe Freunde des gepflegten Tropico-Spiels! Ich bin der Egon und begrüße euch herzlich zur dritten Mission. Ich stehe gern im Rampenlicht. Der Ruhm bringt Wohlstand und eröffnet neue Chancen. Die Welt wird ihr Auge auf mich richten und der Tourismus wird mir die erhoffte Anerkennung verschaffen. Die kleine Insel Cara Libro ist gerade unabhängig geworden zu einem hohen Preis. Die Briten streichen 20% ihrer Exportgewinne ein, während der Tourismus von dieser Steuerlast verschont bleibt. Für ein wenig Spaß in der Sonne werden die Ausländer unsere Strände bevölkern und meine Botschaft in der ganzen Welt verbreiten. Das ist die richtige Einstellung zum Tourismus. Hol die Touristen her und sie werden sehen, wie unglaublich schön es in unserem Land ist. Dann gehen sie nach Hause und sagen jedem, das sind wir doch, oder? Ja. Da dreh dich nochmal. Sehr schön, sehr schön. Hier hinten hast du ein paar kahle Stellen, da solltest du mal zum Arzt gehen. Ich glaube nicht, dass das die Ohren, ja, könnte von der Chemiefabrik sein. Genau. Nein, nicht wieso denn hier. Benutzer Avatar auswählen. Ja, okay. Vor. Spielen. Seltsam. Präsidente, dieser Ort ist viel schöner als die letzten zwei Inseln. Geradezu ideal als Touristenfalle. Als Ferienort. Denken Sie daran, dass es hier nur wenige natürliche Rohstoffe gibt, die wir ausschöpfen können und die Handelspreise sind niedrig. Der Tourismus ist unsere einzige Option. Ich schlage vor, dass wir ein paar Unterkünfte bauen, um Touristen nach Cara Libro zu locken. Bauen Sie 5 Bungalows, Sie müssen vorher erst einen Touristenhafen bauen. Sehr schön, mit dem Tourismus habe ich mich nämlich noch gar nicht auseinandergesetzt und dann hoffe ich doch mal, dieses wunderschöne Fleckchen Erde in ein Tourismusparadies zu verwandeln. Wir sehen ja schon Strand, so weit das Auge reicht. Ein formschöner Naturhafen, der schöner nicht sein könnte. Wer will hier nicht hin, um zu sehen, wie es in Cara Libro, ich habe schon wieder vergessen, denn genau aussieht. So, unser Palast steht hier. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Die Maisfarm 1 und 2 sorgt für das Essen der Leute im Mietshaus. Wir haben 50 Einwohner, wie immer. Parkhaus, Fuhrparkbüro, Baubüro. Da machen wir gleich mal die Löhne höher, denn wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es, auf die Arbeiter warten zu müssen. Eine Hütte, obwohl im Mietshaus gegenüber für ein Dollar zu wohnen ist. Okay. Das Erste, was wir machen, ist dann tatsächlich Tourismus, Touristenhafen. Das Ziel des Spiels hier, so schnell wie möglich zu bekommen. Dann gehen wir hier auf schnell bauen eine Straße, damit das noch schneller geht. Die verbinden wir hier formschön, sehr gut. Und dann würde ich sagen, Bungalows. Apartment-Unterkunft, Landhaus. Das wird beim Tourismus sein, nicht wahr? Bauplan erforderlich 1000, das ist ja gar nichts. Mittelmäßige Touristenunterkunft für eine Familie, Besucher, alle Touristen. Aha, dann gibt es noch das Motel, hessische, billige und müllverbreitende Absteige für Billigtouristen, Besucher, alle Touristen. Nö, dann nehmen wir den Bungalow, da ist ja... Klar, kaufen wir da die Baupläne für. Automatisch 100% Belegung, manuelle Gebühr, Gebühr, manuell? Nö, automatisch 100% Belegung. So, ich denke mal, dort wo grün ist, ist gut. Dort wo gelb ist, ist nur halb gut. Verzeihung. Mach mal hier so im hellgrün. Warum ist da... Ah, weil so... 15%? Nee, hier ist gut. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Wer hier nicht zu Besuch kommen will, dem weiß ich auch nicht mehr zu helfen. Ist wunderschön hier. Also okay, das Wetter, von hier, ach, sieht das nicht toll aus. Und weißt du, das Tolle ist ja, dass hier noch keiner ist, weißt du, das kennt ja noch keiner. Das ist noch nicht so Touristen überlaufen, deswegen. Dank ihres Erfolgs auf Isla de Hierro laufen die Minen auf Hochtouren, Presidente. Oh. Wir werden weitere Zuschüsse von der Isla de Hierro erhalten. Wenn meine Schätzungen richtig sind, dann halten wir alle 6 Monate 2000 Dollar. Das sollten wir in weitere Hotels und Attraktionen investieren, Präsidente. Aber sicher, Attraktionen kannst du haben. Luxus braucht man nicht. Pool, was braucht man dafür? Alle Hotels.
Tourismus, Strandvilla, Luxushotel, Flughafen, Hotel Hochhaus, heieiei, Wahrzeichen und Schönheit, brauchen wir alles nicht. Wir warten erstmal, bis das hier gebaut ist. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe einen Schlüssel gemacht über Leute, die sagen, was das Tolle ist, das ist nicht so mit Touristen überlaufen, das ist noch so ganz natürlich. Und ja, da habe ich eine Tour gemacht mit so einem Jeep und so und auch einheimisch, das ist schon sehr schön. Wo ich mir immer denke, wenn es doch nicht von Touristen überlaufen ist und total natürlich, was machst du dann da? Geld zahlen, um hinzugehen und ich meine, du bist ja da nicht um irgendwie, weißt du? Die sind alle hier entlang. Präsident, man sagt, Touristen seien unterschiedlich. Ich finde, sie sehen alle gleich aus, aber ich bin ja kein Experte. Es gibt 4 Touristenklassen. 4! Ha, ha, ha! Billig, Öko, Party und Luxus. Touristen. Jede Touristenklasse besucht unterschiedliche Attraktionen. Apropos Attraktionen, wir sollten ein paar davon bauen, damit die Touristen dort ihr Geld ausgeben können. Aber sicher, Penultimo. Ökotouristen anlocken, Besucherzentrum, Partytouristen anlocken, Cocktailbar oder Luxustouristen anlocken. Luxustouristen scheinen mir am meisten Geld zu bringen, aber für mich als noch nicht so erfahrener Tropico-Spieler glaube ich, dass man hier auch viel falsch machen kann, weil man viel investieren muss und wenn sich das nicht auszahlt, ist man pleite. Partytouristen hört sich gut an, aber ich glaube, da haben wir mit Problemen zu kämpfen, mit denen wir nicht kämpfen wollen. Dann machen wir es uns doch auf die Öko-Art. Ökotouristen anlocken, Besucherzentrum, das machen wir. Ich traue diesen Ökotouristen nicht, Präsidente. Sie laufen auf unserer Insel umher und machen Fotos von Bäumen und Blumen und Militäranlagen. Ach, Penultimo, das sind alles ganz liebe Leute, die Frieden wollen und deswegen unsere Militäranlagen sprengen. Okay, Öko, Besucherzentrum, Luxus, nee, botanischer, das ist doch, Öko ist sehr gut, ich weiß, das brauchen wir gar nicht, aber ich will es jetzt haben. Aber hier alles am Strand zu bauen ist ja auch blöd, dann lass uns das doch hier ein bisschen zentraler bauen, ruhig die hier so auch mal in die Stadt kommen lassen. Und das Besucherzentrum natürlich nicht zu vergessen. Das machen wir doch gleich hier an den Touristenhafen, dann wissen die Leute gleich, wo sie hin sollen. Sehr gut. Was wollte ich sagen? Genau. Kennt ihr nicht auch die Leute, die sagen, ja, ich war auf Mallorca, aber nicht auf der touristischen Seite der Insel, sondern auf der schönen Seite, wo sonst nur ansässige Spanier sind und natürlich auch alles ganz natürlich ist. Bis natürlich auf die tausenden Touristen, die dort jedes Jahr hingehen, weil sie nicht in die Touristenregion wollen. Da lange ich mir aber den Kopf und denke mir, yeah. Außerdem, was mir dazu auch noch einfällt, willkommen bei Egonson, redet mal über Gott und die Welt. Was soll ich sagen? Australien. Erst war es Australien, vor ungefähr, ich würde mal sagen, 15 Jahren war es Australien, wo jeder hin wollte. Australien, ja, unbedingt mal nach Australien, oh, Work and Travel und so. Und da war ich jetzt ein halbes Jahr, war aber nach 3 Monaten wieder hier, weil es so heiß war. Oh, und ich habe einen Känguru gesehen, voll krass und so. Und ja, total schön, sage ich dir. Okay, Fotos von Australien angucken, mir so, oh ja, schön. Aber muss jetzt nicht hin. Dann nach Australien war es eine Zeit lang so ein bisschen auch Neuseeland. Und dann, was war es dann? Indien ist ganz groß. Toll gemacht, Präsidente. Danke. Die Attraktionen werden die Touristen unterhalten und fröhlich stimmen. Das wird den Tourismusindex unserer Insel positiv beeinflussen. Wir müssen weitere Attraktionen bauen, um unsere Gewinne zu maximieren. Zusätzlich bringen weitere Unterkünfte noch mehr Touristen auf die Insel. Denken Sie daran, dass die Handelspreise für die Güter von Cara Libro sehr niedrig sind und wir in den Tourismus investieren müssen, um Geld zu verdienen. Das können wir auch gerne machen, nachdem ich gesagt habe, was ich sagen will. Wo kommen denn jetzt wieder diese Graffitis her? Vor allem sehen die aus wie aus der Schablone, da ein Haus wie das andere. Naja. Oh, hallo Brunhilde. Präsidente, Ihr Engagement in der Tourismusindustrie ist lobenswert, aber immer noch zu gering. Danke, aber es ist kein Grund, so zu schreien. Sie müssen weitere Unterkünfte und Attraktionen bauen, jaha. Nur so wirft der Tourismus genug befruchtet ab, um ihn finanziell tragen. Sie haben einen UN-Zuschuss gestellt, bauen Sie ein neues Hotel.
dann war Australien, dann jetzt die letzten 5 Jahre, glaube ich, also Thailand, da ist jeder nach Thailand und jeder so, Thailand voll günstig und so, was früher so einen zweifelhaften Ruf hatte, Urlaub in Thailand, ne, ist dann praktisch auch touristisch voll erschlossen worden und für junge Leute und Familie jetzt auch erschwinglich und machbar, ohne dabei blöd angeguckt zu werden. Hallo Touristen! Sehen wir, wie sie hier aussteigen? Autos kommen, Taxis, schön. Sehr schön. Aus dem Nichts kommen die. Aus dem schwarzen Loch hier. Naja, auf jeden Fall ist Thailand jetzt aber auch nicht mehr das, was es mal war, weil da jetzt ja viel zu viele Touristen sind. Und ihr habt es bei mir zuerst gehört, der nächste heiße Schrei bei du musst unbedingt mal nach Pumpomung gehen, ist, und jetzt haltet euch fest, Montenegro. Früher Kriegsgebiet, was mich da ein bisschen abschreckt, wenn ich Montenegro höre, denke ich an Serbien, Massaker, bla bla bla, Krieg, Tod, Völker, bla, tot, alles aus, vorbei. Aber Montenegro ist gerade dabei, zu der Tourismusattraktion überhaupt zu werden. Genug vom Tourismus in der realen Welt geredet, zurück zum Tourismus auf Tropico. Wir brauchen Attraktionen, her damit, da ist doch einer. Aussichtspunkt, hätte ich gerne hier oben hingebaut. Passt das? Geht das? Haha, natürlich nicht. Aber hier, ne? Nee, auch nicht. Der ist aber auch klein. Wo soll ich denn Aussichtspunkte mit hinbauen, wenn er... Naja, können wir hier auf den Punkt, hier, da, das passt. Schnell bauen, kostet wie viel? 1000 leisten wir uns. Tack, tack, tack. Und schon kommen neue Leute. Da machen wir natürlich weiter mit noch mehr Bungalows. Da machen wir eine schöne Bungalow-Anlage hier. Ruhig zusammengepfercht. Da soll der Nachbar genau sehen, was der andere macht. Damit hier auch Ruhe und Ordnung herrscht. Soziale Kontrolle ist das Beste, was man hier haben kann. Wir brauchen, glaube ich, echt gar nicht investieren in hier ist... Wobei, hier ist das schon so ein bisschen, weißt du, natürliche Rohstoffe, Eisen und so weiter und so fort. Nee, was wir brauchen ist, Holzwirtschaft da auch nicht, ich will ja die Ökotouristen haben. Deswegen gehen wir hier auf was gehen wir denn? Auf Infrastruktur auf jeden Fall schon mal. Mach mal sicherheitshalber noch eine zweite Maisfarm oder eine dritte. Nahrung und Rohstoffe, Farm, Mais. Sehr gut. Hier sieht cool aus. Warum ist hier schon eine Straße? Und wo führt die hin? Wo kommen die her? Die Straße ins Nichts. Sorry, falls ich hier jetzt Dinge zerstöre, aber... Machen wir doch so, sieht doch schön aus. Wollen wir eigentlich für uns neue Unterkünfte bauen? Ja, schon, oder? Notunterkünfte, Haus, Wohnwert. Brauchen wir dafür Strom? Wir machen lieber wieder hier die Conventilos. Gehasst, geliebt, gefürchtet, begehrt, verachtet, Conventilos. Sorry, dass ich hier so wild rumfahre. Och. Ich wollte Ihnen einige Aufstellungen zeigen, Präsidente. Aber unterwegs haben mich Diebe überfallen. Antonio, ich hab's ja schon mal gesagt, wenn du in dem Aufzug der Tropico läufst, dann werde ich dich auch ausrauben. Das hast du nicht anders verdient. Tourismus, bauen Sie ein Hotel. Gerne, hier. Hier ist doch gut. Zack. Hotel gebaut. Attraktionen kriegst du auch noch. Nicht Luxusattraktionen. Normale Attraktionen, da haben wir es doch. Souvenirladen, Cocktailbar, Strand... Anlage, Ballonfahrt. Ich will Öko. Ethnische Enklave. Ein Dorf mit Eingeborenen, die Touristen gerne sehen würden. Genau das ist das, was ich gerade gemeint habe. Genau so Zeug wird dann nämlich gebaut und die Leute glauben tatsächlich, oh ja, da waren total natürlich und so. Pabalapap, das ist alles touristisch erschlossen. Das ist doch der Größte. Naja. Eine Strandbar. Nee, wir brauchen Öko, Öko, Öko. Aussichtspunkt, Souvenirladen. Billigparty. Tropicana-Party. Billig. Strandanlage holt auch Öko. Dann machen wir das doch. Warum ist die Strandanlage am Strand nicht so gut? Seltsam. Naja, machen wir hier hinten in den Wald. Holz mir da jede Menge Wald für ab, aber klar. Nur hier. Die Wälder kann man nicht für abholen. Oh, seltsam. Kann das teilweise auf Land, teilweise auf Wasser gebaut werden? Anscheinend ja. Ihr habt den Strand erschlossen. Sehr schön. Infrastruktur, Straße. Da müsst ihr natürlich nicht lange laufen, um dorthin zu kommen. Da machen wir doch hier einfach noch ein paar weitere Bungalows, nicht wahr? Ja!
Touristenhafen, Stadtvilla, ist da Bauplan dieses Gebäude, Elektrizität, Hotel, Bungalow, Bungalow. Dann machen wir hier unten die guten Bungalows. Warum ist hier jetzt, warum ist da jetzt nur gelb und nicht grün? Naja, die zwei müssen reichen. So, und da kommen schon die nächsten Touristen. 7 Touristen nur, da hätte ich mir mehr erhofft, aber was weiß ich schon von der Welt. Wieso ist das jetzt eine Straße? Weil sie oft befahren wird. Einige Bürger protestieren friedlich gegen die Regierung. Was ist dein Begehr? Freie Gefängniszelle. Ach, das kann ich alles machen. Elimination. Nee. Unfall arrangieren. Ketzer. Bestechung. Bank oder Nationalbank. Gefängniszelle. Polizist. Ich glaube, wir müssen ja erstmal in Polizei und so weiter investieren, damit das hier alles mit ordentlichen Dingen zugeht. Hier die ganzen Hütten reißen wir ab, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. So sieht das nämlich aus bei mir. Polizei, Einwanderung und gerne auch ein Gefängnis, kostet nur 3000, ist aber, glaube ich, nötig, um Revolution zu unterdrücken. Wachhäuschen, die Arbeitsbedingungen steigen um 20, ist mir egal. Erhöht die Schönheit des Palastes. Ja, Schönheit ist immer gut. Jetzt haben wir 5000 für ausgegeben. Naja, wir haben es ja. Ich hoffe mal, dass die Touristen viel Geld hier lassen werden, sonst haben wir ein Problem. Wir exportieren ja nichts. Nix exportieren wir. Naja, dann sind wir wenigstens nicht mehr auf die Lieferung hier angewiesen. Gibt es hier nicht irgendwo ein... Wow, rote Felsen. Auch so eine alte Ruine, die wir touristisch erschließen können? Sieht nicht so aus, ne? Aber dafür ein Vulkan. 8 neue Einwanderer. Und wo sind die Touristen? Ach, die Einwanderer kommen immer mit dem Frachtschiff, die Touristen mit dem Touristenschiff. Ja, ich habe mich über Urlaub und Tourismus ausgelassen. Das, ja, was steht noch auf meiner Liste? Locker werden. Okay, mache ich. Schön, wie hier 1, 2, 3 Parkplätze noch am Ende der Straße gebaut werden. Die jetzt leider, was heißt leider, die hier nicht besetzt. Was ist denn das? Strandanlage. Wie lange dauert? 1500 gönnen wir uns. Das dauert erstens ewig, so wie das aussieht. Zack, Strandanlage. Nice. Coffeebar, Schuhe. Ich wüsste ja, was wir hier als Unique Selling Point mehr oder weniger anbieten könnten. Und da kommen die ersten Touristen. Sehr schön. Gott braucht keinen. Jetzt weiß ich, warum die revolutionieren wollen. Ich habe mich also gar nicht um meine Einwohner gekümmert, nur um Touristen. Das müssen wir sofort ändern. Farm ist gut. Hier ist auch eine Farm, das ist auch gut. Pass mal auf, wir machen das hier hinten noch nutzbar. Ja, das passt so. Und jetzt alles. Unterkunft, Wirtschaft, Unterhaltung. Machen wir erstmal eine Bar. Eine billige Bar, um die Leute ruhig zu halten. Wer betrunken ist, revoltiert. Genau, als Unique Selling Point würde ich gerne den niederländischen Weg einschlagen können. Das geht ja leider, glaube ich, gar nicht, weil das Spiel dann doch zu politisch korrekt ist. Aber, ja, ich wüsste nicht, was dagegen spräche, den Alkohol zu verbieten und dafür andere Rauschmittel zu legalisieren, die dann dementsprechend auch nicht zur Revolution führen, sondern ganz im Gegenteil, zu Ruhe, Ordnung und Frieden. Wirtschaft, Wohlstand, Kirche, so, Klinik, ja, Schule, Oberschule, oh, das Geld haben wir nicht. Warten wir so, dann können wir das hier auch nicht beschleunigen. Das passt dann schon. Fuhrparkbüro. Brauchen wir da wirklich so viele Mitarbeiter? Ja. Arbeiter brauchen wir auf jeden Fall. Yeah. Voll besetzt, aber wieder keiner am Arbeiten. Kaum gesagt, kommt der Erste. Ihr seid so langsam. Was ist mit dir los? Bauarbeiter, Alter 15. Und du scheinst mehr krank zu sein, nicht wahr? Ah, hier. Arbeit und Heim. Zufriedenheit, Religion, Job, Job. Wird bestimmt durch die Arbeitsbedingungen des Bürgers. Einfluss 9. Respekt. Einfluss 1. Einfluss 2. 0. Religion. Jetzt, genau. Wenig Religion. Das müsste jetzt steigen. Ah ja, genau. Weniger ist weniger. Unterhaltung auch. Unterhaltung gibt es ja bald eine Bar. Weißt du was? Baust du eine zweite Bar? Das ist nicht verkehrt. Unterhaltung. Und dann können ja auch die Touris mal vorbeigucken. Und sagen, ach, ist das schön, hier gibt es ja ganz billig Schnaps. Ich würde dann doch sagen, dass wir für unsere Leute hier noch so ein Konventilo bauen, damit die Hütten hier verschwinden, Mensch. Die Hütten.
Kirche, Hammer, Bank, braucht man nicht, Zollamt, ach ja, Wetterstation, ja, Klinik ist da oben, das passt schon. Mit der Oberschule müssen wir dann auch dementsprechend die Leute dafür ausbilden können, dass wir nicht so viele Ausländer einstellen müssen. So, warum? Hier ist wieder, ich habe gerade mal, guck mal, eins, zwei, da ist kein Bauarbeiter, da ist kein Bauarbeiter. Okay, da ist einer, da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner. Wofür habe ich denn die ganzen Bauarbeiter? Guck mal. Die lungern hier auf der Straße rum, anstatt zu arbeiten. Was? Präsident, wir alle wissen, dass Ruhm an der Zahl der Anhänger gemessen wird, die jedem ihrer Schritte folgen. Um der bekannteste Mensch auf Erden zu werden, brauchen Sie 1 Million Anhänger. Erreichen Sie 1 Million Anhänger, lösen Sie optionale Aufgaben, um mehr Anhänger zu erreichen. Endziel. Vervollständigen Sie dieses Ziel, um die Mission abzuschließen. Wie soll ich denn bitte ein Bürger wurde zu krimineller, 9 Touristen auf der Insel eingetroffen. Wie soll ich denn bitte Anhänger bekommen? Anhänger? Erlasse? Was ist denn jetzt? Schweizer Bankkonto? Seltsam. Geh mal dahin. Da. Irgendwo muss doch jetzt mal... Was ist das? Die Kirche. Das ist die Klinik. Das ist die Bar. Ach, die Schule brauchen wir noch. Was ist das? Willkommen auf Tropico. Präsidente, meiner Organisation gefällt, dass Sie auf Cara Libro versuchen, den Tourismus zu fördern. Wie Sie wissen, macht sich die UN unter anderem für die wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität in der Welt stark. Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie den Tourismus unterstützen, sind Ihnen Anerkennung und finanzielle Hilfe durch die UN-Länder gewiss. Locken Sie mindestens 30 Touristen an, kein Problem, Belohnung 10.000 und Anhänger pro Touristenbesuch. Ah ja, sehr schön. Anhänger sind anscheinend die neue Währung hier in Tropico, sehr gut. Gefängnis, verwalten... Medizinische Einrichtungen, hab ich schon Herr gebaut. Genosse Präsidente. Habe ich schon das gebaut, habe ich schon gebaut, habe ich schon gebaut. Ja, wir brauchen Oberschüler. Kaufen wir die ein oder warten wir, bis wir selbst eine Oberschule gebaut haben? Ich glaube, die das darf ich nicht, sechs Mal nicht vergessen, das früher zu machen. Hier, ja. Hier ist gut. Schnell bauen kostet 8.000. Hi, Präsident, schauen Sie mal bitte auf dieser Baustelle vorbei und beschleunigen Sie das. Okay, was machen unsere Touris? Die scheinen zufrieden zu sein. Was ist das hier? Kostenloses Wohnen erlassen? Nee. So weit kommt's noch. Früher ja, aber heute brauche ich das Geld. Wirtschaftsminister einstellen. Wirtschaftsminister ist, glaube ich... Einige Bürger protestieren friedlich gegen die Regierung, weil Religion und Unterhaltung. Religion kommt ja bald, wenn mal hier die faulen Bauarbeiter endlich mal auf eine Schippe zulegen würden. Ah, ihr seid krank. Tja, welch Teufelskreis, aber wenn die Klinik erstmal fertig ist, dann wird das hoffentlich. Hier ist... An der Bar arbeitet niemand? Ungebildet, weiblich. Wieso weiblich? Wieso nicht Unisex? Also das finde ich ja... Tja. Klinik, auch Hochschule... Oberschule ist was anderes als Hochschule, oder? Ja. Hochschule ist höher, da müssen wir leider ausländische Touristen ein... ausländische Touristen... 1350, hei, 2. Aber besser ist das. Oberungebildet, Oberschule kriegen wir selbst hin, die entsteht hier. Wenn der Bauarbeiter denn mal hier... Zack, hohe Priorität. Zeittechnisch bin ich schon wieder drüber. Ja, bin ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir diese Mission hier aber ruckizucki abschließen. Wir haben schon 43 von 1 Million Anhänger. Sehr gut. Bis dann. Wow. Erdbeben. Präsidente, ein Erdbeben. Der Palast ist glücklicherweise nicht so baufällig wie die meisten Gebäude der Insel. Welch Cliffhanger. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.